Und jetzt einfache Rechnung erstellen. Ja. Artikelmenge Einheit haben wir bereits definiert. Wir haben auch Preis pro Einheit definiert. Das, was uns fehlt, sind Formatierungen, sind bedingte Formatierungen und natürlich die Funktionen, die das Ganze auswerten. Und jetzt beim Berechnen habe ich gesehen, dass sie Gleichzeichen gemacht haben und entweder 27 mal 40 gemacht haben, Enter, oder statt schreiben haben sie gesagt, Klick mal Klick, das mal das. Vorteil, Nachteil. Wenn ich da Kilometerzahl anpasse, die 371 Franken, die werden sich automatisch anpassen. Wenn ich da die Menge anpasse, bleibt total so, wie es gesehen ist. Also es lohnt sich wirklich von Anfang an mit Bezugszahlen zu arbeiten. Und dann statt fünfmal das mal das, das mal das, das mal das, haben wir so gesagt, zurück auf die erste Berechnung. Und jetzt in der Ecke, da gibt es ein Pünktchen. Draufklicken, wenn ein schwarzes Kreuzchen erscheint, klick, klick, gemacht. So wird die Berechnung fortgesetzt. Ich denke fast, dann haben wir noch bedingte, also mit dieser Markierung haben wir bedingte Formatierung gemacht. Entweder Datenbalken. Zack, haben wir gesehen, dass das Größte ist, Zweitgrößte, Drittgrößte, Viertgrößte, Fünftgrößte. Beziehungsweise, ich mache da Retour. Mit Farbe haben wir gesehen, dass das Teuerste und das ist das Günstigste vom Ganzen ist. Ja. Dann haben wir Position bezogen. Erziele Distanz haben wir total haben. Position beziehen auf Autosumme, auf Sigma gehen. Und jetzt, wenn ich direkt draufklicke, kommt Summe. Und zwar Gleichzeichen heisst automatische Summe zählen von E2 bis E7. Wenn ich mit dem einverstanden bin, dann Enter drücken. Wenn ich mit dem überhaupt nicht einverstanden bin, Entschuldigung, dann kann ich Markierung anpassen. Zack, pack. Hat mir automatisch jetzt da die bedingte Formatierung übernommen. Ich sage, hier nicht. Nicht mit mir. Regeln löschen in markiertem Bereich. Dann haben wir Mittelwert gemacht. Zack, Position beziehen, immer als erstes. Da wird das Resultat stehen. Dann Bestellung aufgeben. Mittelwert. Und dann super markieren, gell? Super markieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Schubs. Zack, Position beziehen, Funktion abprüfen, treffen, markieren. Ui, zu weit. Markiere mit gedruckter linken Maustaste Enter. Und da. Das gleiche. Zack, pack. Was ich noch da nicht gemacht habe, ich habe ja nicht markiert. Und ich habe nicht gesagt, zwei Dezimalstellen. Das mache ich jetzt. Sobald ich das gemacht habe, gehe ich auf Datei und ich speichere das Ganze.